Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist El Jeffel und wir haben hier zurzeit den Celebrations Marathon laufen. Ganz genau, Marathon. Aus dem Grund, Pokémon ist 25 Jahre alt geworden und das ist nun das 8. Video dieses Marathons. In dem 8. Video öffnen wir heute dieses schöne Mini-Tin-Display vom Pokémon. Es ist noch sealed und wir hoffen natürlich, dass wir richtig geile Karten ziehen werden. Das Set wird Stück für Stück voller und wir wollen natürlich am Ende alles komplett haben, wenn wir jedes Produkt einmal geöffnet haben. Ganz genau, jedes Produkt wird hier einmal geöffnet, also nicht vergessen, diesen Kanal abonnieren, so verpasst ihr keines dieser Videos. Gerne könnt ihr auch das Video liken, wenn es euch gefällt. Oder kommentieren. Ich lese mir alles durch und versuche jeden einzelnen von euch zu antworten. So, reden wir nicht weiter lange um den heißen Brei herum, sondern öffnen jetzt dieses schöne Mini-Tin-Display und hoffen, richtig geile Pulls zu bekommen. Also, let's go! Hier haben wir jetzt das Mini-Tin-Display, das wir gleich öffnen werden. Aber wir schauen uns vorher noch mal ganz kurz den Ordner an. Hier haben wir übrigens das schöne Pikachu VMAX, was wir in dem letzten Video gezogen, beziehungsweise was in dem letzten Video drin war. So, den Ordner haben wir bisher in jedem Video gezeigt, deswegen machen wir einen Schnelldurchlauf. Wir haben das dunkle Gyarados neu dazu bekommen und wir haben, wo ist er denn, da, das Reshiram haben wir jetzt neben dem Sekrom neu dazu und zu guter Letzt haben wir hier noch Pikachu V und Pikachu V-Max als Promo. So, dann würde ich sagen, beginnen wir nun mit dem Öffnen der Videos. Und mit dem Öffnen der Videos, ist klar. Schon wieder Sprachfehler, aber kein Bock zum Rausschneiden, also wir beginnen mit dem Öffnen der Mini-Tins. Okidoki. So, erst einmal die Folie ab und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. So. Das Schöne an diesem Mini-Tin-Display-Set ist, wir haben hier alle Generationen als Mini-Tins von den Startern. Hier haben wir einmal Bisasam, Glumanda und Shigi und versteckt natürlich Pikachu, gelbe Edition halt, ne? Wir legen mal den Ordner auf Seite und schieben das mal hier rüber. So. Wir haben hier, wie gesagt, jede Generation. Hier kommt danach die zweite Generation und so weiter. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Öffnen dieser Mini-Tins und schauen mal, was wir denn da Feines ziehen werden. Hüllen liegen auch schon parat. Und let's go. Es sind auf jeden Fall Metallboxen, wie immer bei den Mini-Tins. Sind eigentlich relativ einfach zu öffnen. Jetzt gerade nicht, also Vorführeffekt. Doch, jetzt haben wir es doch. In den Mini-Tins befindet sich eine Münze in Silber aus dem mit dem Jubiläumszeichen Celebration und hinten dem Pokémon-Logo. Dann haben wir ein Teil-Posterstück. Am Ende ergibt das ein großes Poster, wie man hier sehen kann. Ja, komm, Fokus. Da haben wir es doch. So, das wird dann am Ende ein großes Bild. Hier haben wir noch ein paar Daten zu den Pokémons. Also, Bisasam ist ja die Nummer 1, Shigi Nummer 4, Glumanda Nummer 4, Shigi Nummer 7. Und in jeder dieser Tins ist ein so ein Posterstück drin. An Boostern haben wir zwei Celebrations und ein Darkness Ablaze. Darkness Ablaze wird wieder weggelegt, wird in einem späteren Video geöffnet. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach jede Mini-Tin erstmal auf und sammeln die Celebration Booster an der Seite. So brauchen wir im Nachhinein nicht mehr jedes einzelne
Minitin-Dings aufzumachen und dann erst die Booster rauszukramen, sondern können das in einem durchziehen. Hier haben wir jetzt Generation 2 mit Endivir, Kanimani und Feuerriegel. Finde ich auch sehr nice. War übrigens auch einer der Editionen, Gold und Silber, die ich zu meiner Kindheit gespielt habe. Deswegen mit Glumanda, Shigi und Bisasam meine Lieblingsstarter-Pokémon. Hier haben wir die Nummer 3. Flamly, Hydropi und Gekabor. Hier nochmal für euch zu sehen. Das ist die dritte Generation. Die habe ich auch noch so, ja, nicht mehr so intensiv gespielt wie die anderen, aber auch noch gespielt. Und da war mein Starter-Pokémon Hydropi. Meistens waren meine Starter immer nur Feuer oder halt eben Wasser. Ich glaube aber, das ist bei den meisten Leuten so, dass Feuer und Wasser immer gewählt wurde und Pflanze eher weniger. Hier haben wir die vierte Generation mit Panflam, Chelast und Plinfa. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen Editionen, wo Pflanze gerne gewählt wurde, und zwar dann Chelast. Ich habe da den Pinguin genommen, also sprich Plinfa, weil ich Plinfa eigentlich ganz cool fand, weil Wasser. Und ja, ich habe das jetzt halt die neue Edition strahlend leuchtender Diamant und strahlende Perle gespielt. Hier haben wir Serpifeu, Floink und Otaro. Das wäre die nächste Generation, und zwar die fünfte. Hier nochmal für euch zu sehen. Diese Generation habe ich überhaupt nicht gespielt. Ich kenne zwar diese Pokémon und ich kenne auch deren Entwicklung, aber die Edition habe ich nicht gespielt. So, dann haben wir hier die nächste. Das sind die aus XY, die Pokémon. Dort haben wir zum einen, ich glaube, wie hieß er denn nochmal? Quaxo, glaube ich. Nee, Quaxo war doch. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Das war auf jeden Fall das Starter-Pokémon, das ich bei XY genommen habe, und kenne den Namen nicht mehr. Genau, ist ja auch egal. Igamaro Finks. Und ja, den habe ich jetzt leider vergessen, obwohl das auch noch mein Starter-Pokémon war. Aber macht nichts. Wer es weiß, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Mir fällt es jetzt einfach gerade nicht ein, aber wir können ja einfach mal nachgucken. Froakie. Bringt mir nichts, weiß ich nicht auf Deutsch. Okay. Dann haben wir hier Flammiau, Robball und Bautz. Hier habe ich auch gespielt in der Alola-Region. Das ist die siebte Generation gewesen, und da habe ich Flammiau genommen als Starter, weil mich weder diese Eule noch diese Robbe irgendwie ansatzweise angesprochen hat. Deswegen habe ich Flammiau genommen. So, und nun kommen wir zur letzten Minitin, und zwar der achten Generation. Da haben wir einmal Chimpep, Hoplo und wie heißt die Heulsuse nochmal? Der wird doch zu Inteleon. Den habe ich als Starter. Warum vergesse ich denn immer die Anfangsnamen von meinen Startern? Wie heißt er denn hier? Sobbel. Ach mein Gott. Peinlich. Wenn wir ein Video machen, einem fallen die Namen nicht ein. Aber ist ja auch egal.
Auf jeden Fall habe ich hier auch das Wasser-Pokémon als Starter genommen, weil ich es ganz cool fand. So, hier haben wir nochmal den leeren Karton und hier haben wir auch das Endposterstück. Wenn wir alle Minitins zusammengelegt hätten, wäre dieses Bild entstanden. So, dann legen wir es auf Seite. Hier haben wir die Booster. Pikachu, mal ein bisschen Platz. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Öffnen. Let's go. Ja, schmeiß weg. Jetzt ist hier natürlich ein Mega-Hit drin und dann weggeschmissen. Kein Problem. So. Drückt die Daumen, Leute. Es geht los. Wir haben Dialga, Kyogre, hier kommt Team Rocket und dahinter Flying Pikachu V-Max. Dieses Mal schiebt mir gar nichts ein, sonst würde es einfach viel zu lange dauern. Wir legen es einfach vorsichtig auf die Seite. Hier haben wir den Code für euch, 321, gönnt ihn euch. Und auf zum nächsten Booster, weil wir wollen ja nicht schon wieder so übertrieben lange Videos haben, sondern informative, spaßige Videos. Groudon, Kyogre, Cosmog und Pikachu. Und hier für euch der Code. 321. Er ist 1. Und nächstes Booster. Ich hoffe, wir ziehen auf jeden Fall noch heute mal in diesem Video einen dicken Hit. Wir haben Dialga, Kyogre, Xerneas und Professor Research und der Code 321 gönnt ihn euch. Ich glaube, ich werde die Codes einfach am Ende des Videos verteilen. Das dauert sonst auch jetzt hier mit dem Opening erstmal zu lang. Denn wir wollen schnell durch die Booster. Wir haben Palkia, Ho-Oh, Groudon und noch ein Pikachu. Es ist schon heftig, das Set, aber auch blöd, wenn man es nicht vollständig kriegt. Zekrom, Reshiram, Lugia und Surfing Pikachu haben wir hier auch noch. Also bisher, bei hier kommt Team Rocket, bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das haben, aber den Rest, den haben wir schon. Ich würde auch gerne heute einen dicken Fisch ziehen. Würde das Ganze doch mal ein bisschen hier spannender machen. Cosmoem, Groudon und wir haben Kleidol, den hatten wir noch nicht. Und Solgaleo haben wir hier. Immerhin schon mal wieder eine weitere Karte, die wir 100% nicht hatten, wo ich mir sicher bin. Weil hier kommt Team Rocket. Weiß ich jetzt gar nicht, wir können ja gleich mal in den Ordner reinschauen. Und uns angucken, ob wir die Karte hatten oder nicht. So, dann haben wir hier Ho-Oh, wir haben Lugia, wir haben Zekrom und noch einmal Surfing Pikachu. Und jetzt habe ich den Code schon wieder gezeigt. Naja, aber ich zeige sie am Ende nochmal. Und weiter geht's. Ja. Wir haben Groudon, Lugia, wir haben wieder mal Kleffer und Zacian V. Und die Codes hier hin. Also bisher noch kein Mega-Hit. Es wäre jetzt geil, wenn es ein Venusaur, also ein Visafloor oder ein Glurak kommen würde. Oder ein Nachtara oder das goldene Mew. Das sind so die. Oder das schimmernde Carpador wäre auch geil. Das sind so die 4-5 Karten, die ich jetzt heute hier ziehen will. Wenigstens eine davon. So, wir haben Groudon. Wir haben Ho-Oh, wir haben wieder, hier kommt Team Rocket und Zamazenta. Mann. Komm schon, Booster, gönnt den Hit hier auf diesem Kanal. In einen der Booster, kommt. Das wäre jetzt optimal. So, Lugia, Sekka, ja, Glurak. Wir haben Charizard gezogen. Ich glaube es nicht.
gerade eben noch von gesprochen. Wir haben ihn. Ja! Geil. So muss das sein, Freunde. So muss das sein. Charizard gepullt. Also definitiv die teuerste Karte aus dem Set haben wir. Aber die anderen wären auch noch nice. Also wenn wir jetzt, was will man sagen jetzt? Wir haben Charizard gepullt. Geil. Es ist geil. Ich liebe diese Karte. Einfach. Ich liebe dieses Pokémon. Aber ich glaube, das liebt fast jeder. Also, boah, ich komme nicht drauf klar. Wir haben ihn gezogen. Charizard. Geil, oder? Sieht schon nice aus. Ist halt das Base Set Artwork, aber mit dem Celebration Stamp und mega geil. Komm, wir machen wieder Cosmoem, Zekrom, schon wieder hier kommt Team Rocket und Zamazenta im Anschluss. Komm, geh weg vom Glurak. Den legen wir jetzt mal hier bei Pikachu hin. Passt gut drauf. Würde die Kamera mal ein bisschen fixiert. So. Boah, wie geil ist das? Ja! Mann, der musste sein. Zum Glück haben wir hier mal einen dicken Megafisch gezogen. Jetzt bin ich glücklich. Reshiram, Groudon, Xerneas, Lunala. Die Codes gibt's am Schluss des Videos. Das ist geil. Dass wir den gezogen haben, hätte ich... Ich wollte ihn unbedingt ziehen. Ich wollte ihn ziehen und wir haben ihn gezogen. Und jetzt will ich noch einen Visafloor ziehen. Dann haben wir die drei Starter beisammen. Venusaur. Venusaur. Den will ich noch ziehen. Wir haben Zekrom, Palkia, Ho-Oh und Lunala. Der Code gibt es später. So, wir haben jetzt hier noch drei Booster. Komm, Venusaur, mach keine Faxen. Komm da raus jetzt aus dem Booster. Das wäre sowas von geil, wenn wir den auch noch ziehen. Dann haben wir die drei Starter parat. Komm schon. Ich glaub's nicht. Wir haben eiskalt Charizard gezogen. Sowas von geil. Wir haben Cosmog, Dialga, Cosmoem und noch einmal Lunala. So, und das sind die zwei Booster aus der ersten Generation von Pokémon, weil die haben wir ja zuerst geöffnet, die Pin. Und das sind ja halt die beiden letzten. So, ich hoffe, dass hier jetzt noch ein Bisasaur kommt. Venusaur, Ho-Oh, Lugia. Wir haben Cosmoem. Und ja! Ja! Wir haben das goldene Mew. Damit haben wir das Hauptset durch. Wir haben die ersten 25 Karten komplett. Ey, ich glaub's nicht, diese Mini-Tins, die sind sowas von geil. Schaut euch das mal an. Die beiden Biggest Big Hits haben wir hier schon mal gezogen. Das Mew in Gold und das Charizard. Einfach mega geil. Sowas ist mega geil. Kommen beide hier hin. Pikachu passt auf. Last Pack Magic, Leute, wenn jetzt hier noch ein Bisasaur drin ist, Alter, dann boah. Ich weiß es nicht. Sowas ist geil. Oder ein Umbreon oder ein Shining Magikarp. Das sind so die drei, die Biggest Big Hits, die noch fehlen. Und dann hätten wir alle richtig krassen Karten durch. Wir haben das Ho-Oh. Wir haben Cosmoem. Nee, leider nicht. Lugia und Lunala. Aber hey, was soll's. Vorsicht, den Stapel erstmal auf Seite legen hier. Was soll's? Ja, boah, geil. Wir haben hier das Kleidol. Wir gucken jetzt erstmal ganz kurz mal durch, ob wir hier kommt Team Rocket haben. Ich will das jetzt wissen. Bin mir da nämlich nicht so ganz sicher gewesen. Und nein, wir haben es nicht. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 neue Karten für unser Set definitiv
gezogen. Schaut euch auch mal diese zwei Prachtstücke an. Wenn der Fokus der Kamera endlich mal funktionieren würde, guckt euch das mal an. Charizard und das goldene Mew haben wir hier gepult. Ich bin zufrieden mit diesem Opening. Aber die Celebration, der Celebration Marathon ist noch nicht vorbei. Ich finde es geil, dass wir diese geilen Karten schon haben. Das ist schon mal mehr als die halbe Miete. Und ja, ich würde sagen, wir switchen die Kamera, kommen zum Abschluss und ich zeige euch das nächste Produkt. Ich zeige euch noch nicht das nächste Produkt, denn die Online-Codes ist mir jetzt gerade eingefallen. So, für euch, gönnt euch diese schönen Celebration-Codes. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10. Nummer 11. Nummer 12. Nummer 13. Das war's. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Codes. So, aber jetzt switchen wir die Kamera und kommen zum Abschluss. Lelelelele. Geil. Was ein geiles Opening. Was ein geiles Opening. Wir haben tatsächlich Charizard gezogen und auch das goldene Mew. Ja, einfach geil. Dann haben wir noch, hier kommt Team Rocket und Kleidol gezogen, die uns ebenfalls noch gefehlt haben. Mega geil. Mega geil. Besonders das Charizard. Ich freue mich so dermaßen darüber, weil ich liebe dieses Pokémon. Ich liebe diese Karte. Es ist einfach mega. Und das goldene Mew ist einfach auch richtig geil. Und ja, wir haben beide gezogen. Mega. Der Ordner, der wird immer voller. Aber wir haben noch einige Produkte übrig. Und das nächste Produkt, was wir hier öffnen werden von Celebration im Marathon, ist dieser schöne Celebration Koffer zum 25-jährigen Jubiläum. Es ist cool, es ist geil und den öffnen wir im nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, so verpasst ihr zukünftig keines meiner Videos und ihr seht die komplette Celebration Marathon Reihe. Ja, und gerne dürft ihr mir unter dem Video kommentieren. Ich versuche, jeden einzelnen von euch zu antworten. Und ich hoffe, euch hat dieses Opening gefallen. Es war geil, ich fand's geil. Ja, und ich würde sagen, beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir genauso viel geiles Glück haben. Bis dann. Ciao.